Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. 3:1 Sieg der Schalker U23 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der Torschütze zum 2:1 auch. Andreas Ivan steht bei mir. Andreas, warst du selber auch ein bisschen überrascht, wie viel Platz du hattest, dass dich keiner angegriffen hat bei diesem zweiten Tor? Ja, ich meine, die Situation ging ganz schnell plötzlich. Und ja, einfach instinktiv drauf zugelaufen, gesehen, was macht der Verteidiger. Dardaschow zieht ihn mir weg, so habe ich Platz und kann abschließen. Nach 4 Spielen ohne Sieg hat es heute endlich mal wieder geklappt. Was hat aus deiner Sicht auch den Ausschlag gegeben heute hier in Oberhausen? Dass wir unsere Chancen verwertet haben. Sonst haben wir immer ganz viele hundertprozentige und machen die Dinger nicht. Jetzt ist der Knoten geplatzt und ja, dann holen wir halt die 3 Punkte. Und man muss auch sagen, trotz dieses schnellen 1:1, man hat heute auch gut gegen diese Widerstände, die man dann auch immer mal wieder im Spiel hatte, gut angekämpft. Als noch sehr junge Mannschaft, du bist ein erfahrener Spieler, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Nee, auf gar keinen Fall. Wir nehmen uns auch vor, da Männerfußball zu spielen und die Jungs sind auch darauf gepolt. Und ich bin auch auf die Jungs stolz über die Leistung heute und so können wir weitermachen. Wie war es auch für euch gerade in der zweiten Halbzeit? Es war schon ein hitziges Spiel, dann auch nochmal mit der roten Karte. War es schwer, da so ein bisschen auch die Kontenance zu behalten und ruhig zu bleiben? Ja, definitiv. Da ist, also der Schlüssel war heute auch hinten raus. Also die ersten 60 Minuten haben wir sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Und dann hinten raus einfach nur schlau. Also manchmal gibt es so Spiele und ja, nehmen wir mit. Und wie gesagt, ich bin stolz auf die Leistung heute der Jungs und so können wir weiter. Im nächsten Spiel wartet jetzt der 1. FC Düren. Ich denke, da ist man dann voller Selbstvertrauen für das nächste Spiel, auch nach dem Sieg heute. Ja, das nehmen wir mit und freuen uns schon aufs nächste Heimspiel. Vielen Dank, Andreas Ivan, und herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Vielen Dank. Wir wollen gleich auch noch den Trainer der Schalker hören, Jakob Fimpel. Anne, wir haben Mike Terranova von Rot-Weiß Oberhausen. Mike, am Ende steht eine 1:3 Niederlage. Ihr habt gerade noch mal länger einen Kreis gebildet. Du hast auch noch mal ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet. Was hast du gesagt? Ja gut, dass es halt so Spiele gibt halt. Ne? Es ist, wir haben halt einen Moment einen Wurm, wo wirklich, wie gesagt, der, ja, jeder Schuss drin ist. Dagegen gilt es sich zu wehren. Klar, jetzt mit den roten Karten habe ich gesagt, müssen wir halt ein bisschen cleverer sein, weil es ist ja einfach so, wir haben ja ganz klare Prinzipien halt. Egal, ob einer aufs Tor läuft oder, wir lassen halt immer laufen. A, muss er den Ball mitnehmen, er muss ihn halt noch verwehren, da steht noch ein Torwarttor und. Ja, und ja, deswegen, und eine rote Karte an der Außenlinie ist, und dann gegen solchen Gegner ist es natürlich brutal. Nichtsdestotrotz werden wir nicht die Köpfe hängen lassen. Es muss ein Lernprozess für uns sein und dann gucken wir, dass wir uns jetzt die Woche die Sachen halt ansprechen, die wir noch besser machen können, und dann geht es halt, den Auswärtssieg zu holen und dass wir dann eine neue Serie starten, ne? Weil die Mannschaft ist gut, das hat sie oft bewiesen. Jetzt müssen wir halt nur wieder punkten, dann kriegt die Mannschaft auch Selbstvertrauen und da bin ich mir auch sicher, dass wir da wieder rauskommen. Ich denke, es dürfte Sie aber trotzdem auch ärgern, dass diese Gegentore viel zu einfach fallen, auch gerade der viel zu einfach. Wir wussten, was wir vorhatten, ne? Das machen ja auch die meisten. Wir waren ja auch darauf eingestellt. Gut, jetzt muss man sich die nochmal angucken, wie es genau war. Der eine, ja, wie gesagt, ich will es jetzt nicht nach dem Spiel bewerten, weil ich glaube, es bringt halt nicht viel jetzt, auch für dich jetzt. Ja, es war definitiv auch 2 harte rote Karten, zumindest auch die erste dann. Am Ende muss man aber trotzdem vielleicht auch das Positive mitnehmen. Die Mannschaft hat sich trotz 2 roter Karten nicht hängen lassen, auch weiter nach vorne gespielt. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen jetzt fürs nächste Spiel mitnehmen. Ja gut, das ist ja das Positive, dass wir halt mit 8 Mann kein Gegentor gekriegt haben. Ich meine, klar, die haben jetzt alles reingeworfen. Habe ich auch im Kreis dann halt gelobt, dass er da auch nochmal Respekt, so wie sie nachher noch investiert haben. Halt, ne? Jetzt geht's nach Kahn-Marienborn. Was muss sich ändern in erster Linie? Fragst mich jetzt nach dem Spiel. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Na, wir müssen erst mal gucken. Wir werden die Woche hart arbeiten. Wir müssen das Spiel erst mal hier analysieren. Und wir müssen so weitermachen. Klar, wir müssen immer eine oder andere Veränderung machen. Aber im Endeffekt brauchst du auch ein bisschen Spielglück. Das ist im Moment abhandengekommen. Und, ja, und das ist es. Das ist ja nicht so, dass wir schlecht gespielt haben. Auch wo wir im 11 gegen 11 waren. Ne, das muss man ja ganz klar sagen. Und wenn jeder Schuss halt drin ist, dann ist es halt schwierig. So, was willst du sagen? Willst du mit 2 Mann mehr spielen? Ne, das ist ja dann eine Frage, die kann man so, glaube ich, erstmal nicht beantworten. Ne? Vielen Dank, Mike Terranova, fürs Gespräch. Okay. Und natürlich viel Erfolg fürs nächste Spiel. Ja. Und wir haben jetzt den Gästetrainer Jakob Fimpel, einmal das Mikrofon. Ja, danke. Jakob, herzlichen Glückwunsch zum 3:1 Sieg. Wie hast du das Spiel auch gerade jetzt nach diesen 90 Minuten erlebt?
Ja, danke erstmal. Für uns ein ganz wichtiger Auswärtserfolg hier. Ich denke, man muss das Spiel in zwei Phasen teilen. Einmal bis zur zweiten rote Karte und dann danach. Bis zum zweiten Platzverweis haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, sehr aktiv gewesen. Guter Start, holen uns dann die 1-0-Führung, kriegen dann wieder schnell den Rückstand oder den Rückschlag mit dem Ausgleich nach der Standard. Aber insgesamt eine starke Leistung von uns. Die Phase dann mit der zweiten roten Karte hat mir dann immer so gut gefallen, weil wir dann diese Situation überhaupt gar nicht mehr angenommen haben und dann nur noch den Ball dann hin und her gespielt haben, anstatt dann mit Selbstvertrauen, mit Qualität, mit Tempo dann nach vorne zu spielen und dann auch noch mehr Tore zu machen. Hat man vielleicht ein bisschen den Faden verloren, weil dieses Spiel dann auch sehr hitzig wurde, auch mit den Zuschauern, mit dieser roten Karte vielleicht? Ich glaube, es war eher so die Situation, dann so oft werden die Jungs dann gegen neun Mann auch noch nicht gespielt haben. Und ich glaube, es war einfach dann das und das Gefühl, endlich mal wieder einen Dreier zu holen. Unser Selbstvertrauen war jetzt ganz auf dem höchsten Level. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Wir behalten den Ball, dadurch passiert nichts. Ja, muss man vielleicht in der Situation einfach mal einen Haken hintermachen, aber die ersten 60 Minuten waren gut und darum muss man aufbauen. Ja, wir hatten vor dem Spiel ja auch drüber gesprochen, die Effektivität, die fehlte so ein bisschen in den letzten Spielen. Heute hat es definitiv gepasst, ne? Ja, vor allem am Anfang. Also ähnlich waren auch die letzten Spiele. Wenn wir intensiv sind und dann körperlich präsent sind, dann schaffen wir es auch gegen einen starken Gegner wie Oberhausen, da sofort über Wasser zu kriegen. Und aus meiner Sicht haben wir auch in der ersten Halbzeit bis auf die letzte Phase in der ersten Halbzeit das Spiel auch an uns gerissen und dann auch verdient am Ende gewonnen. Jakob Fimpel, vielen Dank für die Einschätzung. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und viel Erfolg nächste Woche gegen den 1. FC Düren. Und wir haben noch eine Stimme aus Oberhausen. Sven Kreier jetzt hier bei mir. Sven, am Ende steht eine bittere 1-3 Niederlage und man hat auch noch zwei Spieler mit einer roten Karte verloren. Wie hast du das Spiel erlebt? Ich glaube, es fing schon wieder, so wie die letzten Spiele auch, sehr beschissen an. Ich glaube, wenn du jedes Spiel dann halt die Anzahl der Gegentore bekommst, dann wirst du gegen jeden Gegner in der Liga Probleme haben. Wir haben gemacht, getan unter der Woche, wir haben geredet. Umso enttäuschender ist es dann jetzt nach dem Spiel halt wieder drei Dinger geschluckt zu haben, dann das Spiel verloren zu haben und dann noch zwei wichtige Spieler mit Glattrot zusätzlich auch noch verloren zu haben. Ne? Kann man sich das irgendwie erklären, wenn du auch sagst, ihr habt das angesprochen und die Gegentore zu einfach gefallen sind, warum es da aktuell nicht passt? Nee, ich glaube, wenn wir die perfekte Lösung hätten, dann hätten wir sie schon angewendet. Ich glaube, wir stehen jetzt bei, keine Ahnung, 18 Gegentoren, glaube ich, in der Saison. Dass man so keine Spiele gewinnt, egal wie der Gegner heißt, das muss uns jetzt allen halt auch mal klar werden. Es wurde so viel geredet und so viel gemacht und getan. Unterm Strich sind dann die ersten 11, die auf dem Platz stehen, halt dafür verantwortlich, das dann umzusetzen und dann halt auch das Tor so verteidigen, dass man da dann zu Null spielt. Das haben wir heute wieder mal nicht hinbekommen und wie gesagt, das wird dann nächste Woche bei Kahn-Marienborn dann auch nicht besser werden. Müssen wir uns nichts vormachen. Du warst jetzt auf dem Platz. Wie hast du die zwei rote Karten erlebt? Berechtigt? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, die erste macht der Schalker ganz gut, kreuzt den Weg von Anton. Anton kann nicht mehr ausweichen, rennt ihn um. Und ich glaube, ja, Fabi hat ein bisschen zu hoch das Bein angesetzt. Ich glaube, die waren beide berechtigt. Es war dann schon auch ein sehr hitziges Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne? Also das kommt dann irgendwie noch so ein bisschen dazu. Die Stimmung ist ein bisschen gekippt. Dann lässt man vielleicht sich auch mal zu so einem Foul hinreißen. Ja? Das ist dann ein bisschen, ich sag mal, dumm eigentlich. Ja, ich glaube, Frust, die Emotionen bei uns dann nach der ersten Halbzeit dann speziell auch, sind dann ein bisschen hochgekocht. Ich glaube, das darf uns als erfahrene Mannschaft dann aber nicht passieren. Jetzt fehlen zwei wichtige Spiele auch für die kommende Woche. Ich glaube, vielleicht war es jetzt nochmal der endgültige Schlag in die Fresse, nenne ich es jetzt mal so. Vielleicht werden wir jetzt endlich wach und fangen dann halt auch an, wieder RWO-like zu spielen. Vielen Dank, Sven Kreier, für diese Einschätzung nach dem Spiel und viel Erfolg fürs nächste Spiel bei Kahn-Marienborn. Dankeschön. Danke.
Das war's von uns hier aus Oberhausen. Wir verabschieden uns jetzt gleich mit den Bildern des Tages hier aus dem Stadion Niederrhein. Ihr könnt natürlich euch alle Ergebnisse von diesem Spieltag auch nochmal auf YouTube anschauen. Da haben wir auch alle Highlights für euch dann nochmal zum Nachschauen. Und morgen gibt es dann noch ein Topspiel hier bei Sporttotal TV. Wir haben die SG Wattenscheid gegen Alemannia Aachen. Also schaltet da gerne aus ein. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss aus Oberhausen. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.